müssen wir nach Gesäßung beim Kugelcheck. Wenn es noch ein bisschen Gas gibt. Auf der Leipziger Messe, Leipzig liest. Ja, Politiker. 2018. Verlage gegen Links gründen würden, ob wir dann auch 20 Veranstaltungen zur Verfügung gestellt bekämen, in denen ununterbrochen gegen Links, über Links diskutiert wird, ohne dass ein einziger Linke beteiligt wäre an so einer Diskussion. So wie es jetzt auf der Messe über 20 Veranstaltungen gibt, in denen über uns geredet wird und immer mit dieser Werf, es ging hier um Meinungsvielfalt, um ein Aushalten von Gegenmeinungen, aber auf keiner einziger dieser Veranstaltungen ist jemand von uns eingeladen oder könnte jemand von uns seine Meinung kundtun. Und das ist die schiefe Ebene, von der ich spreche. Also das heißt, was Sie hier heute erleben als die wenigen Glücklichen, die innerhalb dieser Leseinsel Platz nehmen konnten und nun diese Äußerungen von außen auch nebenher noch wahrnehmen dürfen, ist eine von vier kleinen Veranstaltungen, in denen diese hochinteressante rechtskonservative Gegenstimme tatsächlich zum Gehör gebracht werden kann. Deutschland ist scheiße! Ihr seid die Beweise! Deutschland ist scheiße! Überhaupt gibt, ist sehr vielfältig. Also ich glaube, die Vielfalt, die diese Session bietet und die Vielfalt an Positionen, an inhaltlichen Positionen, die bei uns vertreten werden, ist das weiß jeder, der die Zeitschrift einmal in der Hand hatte, das ist durchaus gegeben. Das heißt, was habt ihr damals gedacht, als ihr die Session gegründet habt, mit Herrn Gositzer, Dr. Weißmann und Erik Lehnert? Habt ihr gedacht, dass irgendwann ihr mal in Leipzig oder diese Eskalationsstufen der Gegenöffentlichkeit schon im Blick gehabt. Es ist ja so, wer schreit, hat Unrecht. Also wer schreit, wahrgenommen wird, dass dann das bewusste Ignorieren einsetzt. Wenn das Ignorieren nicht mehr möglich ist, dass dann das Diffamieren einsetzt. Wenn das Diffamieren nicht mehr ausreicht, weil es einfach viel zu interessant geworden ist, was wir tun, setzt das Niederbrüllen und Niederknüppeln ein. Das ist die Phase, in der wir uns im Moment befinden. Und nach dieser Phase des Niederknüppelns und Niederbrüllens setzt die Phase ein, auf die wir hinarbeiten. Das ist die Phase der Normalisierung. Das heißt also, es wird ganz normal sein, dass unsere Autoren in meinungsbildenden Formaten der Zeitung, im Fernsehen, Rundfunk auftreten, dass diese Scheindebatten, diese Scheinkontroversen ein Ende finden, an die Stelle des Scheins das Echte tritt. Die echte Kontroverse. Die Frage, ob es noch sinnvoll ist, hier weiterzumachen, wenn gebrüllt wird. Oder ob wir nicht woanders weitermachen. Was machen wir? Naja, ich denke, dass allein der ganze Aufmarsch. Nicht neu. Ich habe nicht etwas Neues gemacht. So war ich halt immer. Ja, ich bin auch. Also politisch geworden bin ich eigentlich auch nicht. Ich bin kein Politaktivist oder sowas. Und ich
bin kein Politaktivist und ich habe noch vor 4 Jahren mir das nicht im Traum gedacht, dass sich jemand überhaupt für meine Meinung interessiert.